Der schwitzende Winterthurer, fast ähnlich wie die aus Winterthur. Heute komme ich eurem Wunsch nach. Ich schwöre euch auf alles. Das Video, also beziehungsweise der Match, also vor allem die Heimpartie, wo Basel daheim war gegen Fiorentina, ist mir gefühlt 1,785 Millionen Mal vorgeschlagen worden. Ohne Witz, es ist mir so oft vorgeschlagen worden. Fast unter jedem Video als Kommentar: Basel Fiorentina, Fiorentina Basel. Dort war es krass gewesen. Tatsächlich, ich mache viel Super League Highlights und so, habe ich tatsächlich mit den Choreo-Pyro-Shows von der Europa League nicht so extrem befasst. Ich habe von der Auswärts-Choreo habe ich nicht viel gesehen. Ich habe ein Bild, glaube ich, mal gesehen. Von der Haie, das habe ich gesehen, da mit dem Drachen, was sehr, sehr geil aussieht. Ist es die krasseste Choreo von der Saison 2023, dass wir nachher gesehen werden, was Basel daheim geboten hat? Meinige Kommentare, so, wie wir uns das angeschaut haben. Aber zuerst gönnen wir uns Basel im Fiorentina. Ich glaube, wir haben einfach mal drin, bevor ich noch weiter labere. Sonst labere ich wieder zu viel. Also komm, gönnen wir uns. Oh, die italienischen Stadien sind einfach mal maximal geil. Also das Stadion, Mann, ist ja huere geil. So offen, Mann, es ist so schön offen. Schau da hinten. Was für ein Traum. Jetzt sieht man es nicht, weil meine Kamera da vorne ist, aber hinten ist so ein kleines Bergli mit so kleinen Hütli. Was für ein wunderschöner italienischer Traum. Ich schwöre auf alles. Percinonce, Piu, Percinon, Puo, Venire, Le Bandrette, El Cielo, Alzremo. Liebe Italiener, übersetzt. Ich kann Spanisch, weil ich ja halb Latino bin. Aber Percinonce Piu, Italienisch, da hört es bei mir auf. Obwohl man als Spanier viel Italienisch versteht, aber ich lasse das lieber die Experten machen. Übersetzen lassen, sage ich mal. Also, die Experten sind ihr, Also, Italiener, hau die Kommentare, was heißt. Aber sieht sehr, sehr geil aus, Timekurve. Wahnsinn! Mit den ganzen Fahnen, es sieht auch geil aus. Von Violett ist mal auch was Neues. Wie viele Vereine gibt es, wo Violett sind? Rapid Wien? Rapid Wien. Oho, Austria Wien. Austria ist ja so violett. Jetzt wird ich noch verprügelt von Wien noch nachher. Also, das ist eine schlimme Verwechslung. Austria, in Deutschland. Was gibt es violett in Deutschland? Hau jetzt auch in Kommentar. Aber ja, violett ist mal was Neues, hä? Basler Gastkurve, was ist das? 4000 Leute, 3000, 4000 Leute. Minimum, oder? Nein, sagen wir 3000. Da schön am Rauch, schon am Rauch abladen. Wow, jetzt geht's los. Geil. Mann, jetzt ist wieder auch so Choreo mit Feuerwerk. Also Choreo, ich weiß nicht, ob man das Choreo nennen kann. Es ist ja mehr eine Rauchshow mit Feuerwerk oder Rauchbetonung mit Feuerwerk. Aber eben die beiden Sektoren sind, glaube ich, getrennt vom Stadion her. Und die Basis sind die beiden Sektoren. Einer Sektor rote Rauchtöpfe, anderer Sektor blaue Rauchtöpfe. Und wunderschönes Feuerwerk. Maximal geil. Vor allem mit dieser Masse, die Basel DK hat, sieht es richtig, richtig geil aus. Auch Fiorentina, Mann. Ich habe gar nicht gewusst, dass die so eine krasse Heimkurve haben, Mann. So ein bisschen, auch ein bisschen oldschool, Mann. Es gefällt mir richtig gut. So Stadien und so Kurven gefallen mir tausendmal besser als jetzt so eine Kurve in so einem riesigen, wie im Signal Iduna Park, so eine BVB. Gut, die Gelbwand ist etwas anders. Aber jetzt eine München-Kurve oder so. So oldschool-Kurven gefallen mir tausendmal besser, wo so ein bisschen. Ja, es ist halt einfach ein Charme, würde ich mal sagen. So ein anderer Charme, so ein richtiger Fußballcharme. Da geht ein bisschen, der Kommerz geht ein bisschen vergessen, wenn man so etwas sieht. Finde ich. Sieht sehr geil aus.
alle am Fahnen schwingen. Was ist das? Das ist von der Chore etwas, oder was soll das sein? Ich habe zuerst gemeint, das sei ein Zeichen, das 1940 sehr oft zur Verwendung gestanden ist. Das drucke ich mal so aus. Habe ich zuerst gedacht, aber nein. Aber ja, fast. Mit dem eigentlich komisch. Wow. Wie viele Leute hat die Heimkurve? 2000 Leute. Wow. Ich habe Gänsehaut, Mann. Ich schwöre euch auf alles. Mit Kamera, Alter. Wie kann man sehen, dass ich nicht, ich habe Gänsehaut gerade bekommen. Ich weiß nicht wieso. Oh, das sieht so geil aus. Ey, aber Passokurve natürlich auch. Aber ich kann euch schon mal schauen, nicht das ganze Video. Ich habe noch die anderen Videos vorbereitet. Ich habe da jetzt noch, komm, da schauen wir auch noch schnell rein. Das ist jetzt nach von einem anderen Blickwinkel. Ah, ich hoffe, es vorher mit Sneezy gehabt. Also da. Eben, das sind so die beiden Sektoren, die sind da so getrennt. Und rot, da ist schwarz. Das ist blau angekleidet. Vorherigen Video. Oder gesehen, habe ich das falsch gesehen? So sieht es viel geiler aus. Geil, Mann. Jetzt. Wo unten die Spieler reinlaufen, das sieht wahnsinnig aus. Warte, ich muss nachher nochmal ein Standbild machen. So. Das sieht wahnsinnig aus. Deswegen liebe ich den Fußball, Mann. Schau das an. Schau das einfach an. Von einer anderen Welt. Von einer anderen Welt sieht das aus. Ein Kvogel wird noch marschieren. Wahnsinn. Komm, ich hau es gerade über. Jetzt kommt nämlich Time Choreo, auswärts. Ey, das war ein Match gewesen, wo ich, Alter, ich hätte mir halt den Match eins abgeholt, wie das so krass war, Mann. In Fiorentina, Mann, so geile Vibe dort drin. Ich schwöre, ich hätte einen Dauerständer gehabt, Mann. So. Geil, ey. Ich schwöre, ich sage das Wort geil über 500 Mal. Ich sollte ein anderes Wort für geil finden, oder? Mich mit anderen Wörtern abwechseln, würde wahrscheinlich besser kommen. Gut, Heimchoreo von Basel. Nachher schauen wir noch Pyrowürfe von Fiorentina. Zuerst Heimchoreo von Basel. Ist das die krasseste Choreo von der Saison 2023? Lassen Sie mich wissen. Mit Nummer 21. Es ist ein Choreo, der über das ganze Stadion geht. Wir sehen glaub, nachher bessere Aufnahmen. Ich habe vorher gesagt, Tricks gibt. Drache, Adler. Korrigiere mich. Ist es ein Drache oder ein Adler? Keine Ahnung. Einfach doch, ist ein Drache, nehme ich jetzt mal an. Doch. Ich sage jetzt, es ist ein Drache. Vom Traum, das ist so der zweite Teil, da hinten steht dann beflügelt. Vom Traum, Basler Dialekt. Da schreiben wir das mit D. In Zürich oder im Winterthur hat man das jetzt mit T geschrieben. Aber okay, jedem sein Dialekt. Sieht sehr geil aus auf jeden Fall. Da auch mit den rot-blauen Fahnen, die es aufheben. Mit dem 27, dann mit dem 33. Beflügelt. Ohrenbetäubende Stimmung. Ich schwöre, ich komme wieder Gänsehaut über. Ich weiß nicht wieso. Also, ich schwöre auf alles, Mann. Ich weiß nicht, wenn ich so Sachen sehe, ich komme einfach Gänsehaut über, Mann.
Ganz herzliche beiden Mannschaften im Jockeli. Fiorentina und Fiorentina. Wieder auch auf Violett angelehnt. Blockfahne, das ist das Fiorentina-Wappen. Das sieht mir so nach einem Loi, wo ein auf eine Statue angelehnt, sag ich mal. Auf einem Podest ist. Vielleicht ist es auch ein Wappen von Fiorentina oder so. Keine Ahnung im Fall. Ich habe keine Ahnung. Jetzt haben die eigentlich geschaut. Sind die Zufahren hier? Einfach ein Ding. Nimm den Papagei. Wie sagen wir dem? Ein Tuk-Tuk. Keine Ahnung, wie man dem sagt. Einfach ein Tuk-Tuk mit dem Fußballbüllen. Ey, voll geil. Voll geil. Was haben wir da sonst noch? Sonst nicht mehr speziell. Ne? Aber den finde ich cool, Mann. Den hätte ich jetzt einfach geklaut. Nicht, weil ich einen Zaunfahnen klauen wollte, sondern weil ich die cool fände, um den Hai aufhängen. Aber auch Fiorentina-Leute mit vielen Leuten in Basel, das sind jetzt, denke ich mal, noch keine 3000 Leute, das sind 1500 bis 2000 Leute. Ich glaube, der Gastsektor hat für 1500 Platz. Sie stehen ja auch über dem Gastsektor, es wären 2000 Leute. So, da sehen wir noch ein bisschen Stimmung. Man kann eigentlich noch die Choreo anschauen. Und was ich auch anschaue, ich habe gesehen, dass da wie es Pyros werfen. Ich glaube, irgendwo am Schluss so ein Match gewesen. Nein, ich sehe es nicht. Aber dafür habe ich ja so ein anderes Video rausgesucht, wo man das sieht. Es ist nämlich recht... Also nicht witzig, sondern recht ein Feldwerfer für ihre eigenen Fans. Also Minimum ein Pyro in dem Video, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. In einem anderen Video, ich gesehen habe, gesehen, Minimum ein Pyro auf die eigenen Fans geworfen wird. Also, Fiorentina steht übrigens weitergekommen. Das ist jetzt, glaube ich, wo das entscheidende Goal passiert ist. Ich kann mich nicht mehr so daran erinnern. Ich glaube, ganz am Schluss ist das Goal passiert. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Da werben die Pyros. Ah, oh, ich habe jetzt gerade gedacht, der Pyros hat jemand angetatscht. Dabei ist das Fahnen, das Netz, das noch angehauen ist. Und Pyro. Da, der ist glaube ich auch in die eigene. Der da, in die eigenen Fans. Das erinnert mich ein bisschen an das Jahr 2004, ist das gewesen, wo die Zeugkurve von da oben auch Pyros geschmissen hat, da im Familienblock, auf die Leute, die da sind. Und genau, das ist ein riesen Skandal, damals 2004. Ist das 2004 gewesen? Ja, das war 2004 gewesen. Alter, da bin ich ein kleiner Golf gewesen, Mann. Da bin ich ein kleiner Golf gewesen. Wieso habe ich das so krass mitverfolgt als kleiner Golf? Wieso habe ich das so krass mitbekommen? Da bin ich 12 gewesen. Als 12-Jähriger habe ich das so intensiv mitbekommen. Gesehen doch? Weiß ich noch? Habe ich das nicht im Fernsehen gesehen? Weiß es gar nicht. Also, das wäre es wieder Maxime, Basel, Fiorentina. Fiorentina, Basel, sehr oft vorgeschlagen worden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gepasst. Abonniert, liket und drückt auf die Glocke. Ich habe keine Ahnung, was die Glocke bewirkt, aber alle sagen, drückt auf die Glocke am Schluss. Habe ich gedacht, ich mache das jetzt auch. Tschüss zusammen.